Hallo, guten Morgen. Also willkommen zum versprochenen Benford-Video. Also Frank Benford, so 1883 bis 1948, also ist gestorben so während des Zweiten Weltkriegs, also kurz danach, ist Elektroingenieur und sogar Laserpointer irgendwie beteiligt, hat man gesagt. Und er hat eben diese Benford-Regel oder Benford-Gesetz aufgestellt. Also machen wir es mal als Benford-Regel, so wie wir es anwenden. Das lässt sich aber mathematisch zeigen. Das ist aber ein anderes Thema eigentlich in dem Sinne. Also, es wurde publiziert 1938. Interessanterweise ist dieser Mann damit, als er das publiziert hat, war er 55. Das zum Thema, hat man irgendwelche Entdeckungen in jungen Jahren. Das muss nicht so sein. Also es gibt durchaus Sachen, die Leute im späteren Alter entdeckt haben. Das ist ein bisschen etwas, was unsere Mathematikdidaktiker also auf Hochschulniveau nicht so einsehen wollen. Das spielt aber jetzt in dem Sinne keine Rolle. Also es ist natürlich so, dass der Mann halt auch eben relativ gesund gewesen sein muss zu diesem Zeitpunkt. Also was ist ihm aufgefallen? Also er hat gesehen, dass er, wenn er die Logarithmenbücher angeschaut hat, also Sie wissen, früher hat man noch keinen Taschenrechner, hatte man da Logarithmentabellen benutzen müssen, das waren dann halt eben ganze Bücher. Und da sind die vorderen Seiten mehr abgenutzt als die hinteren. Das ist natürlich seltsam. Was er jetzt nun gemacht hat, ich weiß nicht, ob auch schon, muss von Hand gewesen sein, er hat die ersten Ziffern von Zahlendarstellungen tabelliert und hat dabei festgestellt, dass die erste Zahl häufiger vorkommt als die anderen. Es gibt da daneben eine Verteilung, die ich jetzt hier ohne Beweis präsentiere, also die Wahrscheinlichkeit für die Ziffer D, also D als erste Ziffer, also 2 bei 2531, da wäre die erste Ziffer die 2, die ist der 10er Logarithmus, der 1 plus 1 über eben diese Ziffer. Kann es auch noch für die zweite Ziffer machen, habe ich hier auch noch aufgeführt, dass Sie diese Formel auch mal gesehen haben. Wie gesagt, ich will jetzt hier mehr die Anwendung und nicht den Beweis diskutieren. Das sollte man sicherlich auch mal anschauen. Der Beweis beruht im Prinzip auf der Skaleninvarianz und ist nicht so einfach zu verstehen. Also da schauen wir doch einmal, ob das erfüllt ist. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Wir nehmen natürlich an, dass diese Zahlen gleichmäßig, also uniform verteilt sind. Und tatsächlich, wenn Sie jetzt, das ist typisch Amerika, oder wenn Sie jetzt die Steuerzahlungen, also das nennt sie Tax Returns in amerikanischem Englisch, also die Steuerzahlungen der einzelnen Steuerzahler anschauen und dann immer die erste Ziffer dieser Zahlungen haben, dann ist tatsächlich die 1 mit etwa 30% vorhanden und das nimmt dann ab mit zunehmender Zifferzahl. Jetzt, wenn man beliebige Zahlenverteilungen nimmt, zum Beispiel durch einen Zufallszahlengenerator, dann ist dann eben diese Verteilung uniform, wie wir da hinten sehen. Okay, also warum nimmt man diese Steuerzahlungen? Weil das war eigentlich die erste Anwendung dieses Gesetzes. Typisch hat man die Steuerdaten der amerikanischen Bürger analysiert, also die IR-Dollar, die IRS hat das gemacht und die hat dann versucht, damit Steuerbetrüger zu finden und war so gerüchteweise damit erfolgreich. Nun liegt es relativ nahe, dass man diese Zahlenverteilungen bei den Wahlen anschaut. Ich meine, es gibt noch andere Sachen, also es gibt eine Diplomarbeit über die Marktforschung, die ich angesehen habe, von einer Mathematikerin, ich habe den Namen vergessen, das ich vielleicht dann unten an. Und man kann aber auch Wahlen anschauen, das war relativ früh, es gab eine Wahl, ich glaube in Sachsen-Anhalt, wo man dann auch versucht hat, das anzuwenden und dann halt auch Betrügereien festgestellt hat. Und der große Fall von Wahlbetrug oder vermutetem Wahlbetrug, ich möchte jetzt da nicht unbedingt ein Präjudiz schaffen, auch sagen wir, wo viele Leute vermuten, dass ein Wahlbetrug stattfand, ist natürlich die letzte Wahl zwischen Biden und Trump, bei der ja Biden bekanntlich gewonnen hat.
Und jetzt hat man tatsächlich diese Zahlen analysiert und es sieht so aus, dass wären in vielen Swing States die Zahlen so, dass bei den Zahlen von beiden diese Verteilung nicht gegeben ist. Das habe ich hier aufgeführt aus dieser Arbeit. Die ist eben von beiden, sehen Sie, dass da die Zahlenverteilung merkwürdig ist, mit einem Peak bei 5, während die Trump-Zahlen da durchaus einigermaßen den Benford-Verteilungen folgen. Und ich weiß noch, das wurde dann präsentiert, also auf die Arbeit von Mebane in einem YouTube-Video, und dann hat sich etwa folgende, ich tue es etwas vereinfachen, Diskussion stattgefunden, da der Mathematikprofessor hat gesagt, das ist ein schönes Beispiel, dass es viele Beispiele für Nicht-Benford-Verteilungen gibt. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das eben nicht ein Beweis ist, dass es viele Nicht-Benford-Verteilung ist, sondern dass man wahrscheinlich einen Wahlbetrug hat. Jetzt hat er gesagt, dann war die Antwort, ob ich nicht gehört habe, was er gesagt habe, und dann habe ich gesagt, doch, das habe ich leider gehört, das sei völlig unlogisch, oder? Weil was er im Wesentlichen gesagt hat, ist, dass wenn beiden, die Stimmen von beiden seien ein Beispiel für Nicht-Benford-Verteilung und die Stimmen von Trump seien ein Beispiel für die Benford-Verteilung, ist natürlich kompletter Blödsinn. Sie werden diese Verteidigung auch sehen. Ich habe jetzt da ein Paper angegeben, das finden Sie im Internet. Ich habe deswegen kein Buch oder so. Und das ist von Mebane und hat den Titel Inappropriate Application of Benford's Law Regularities in some Data of the Presidential Election. Es geht zum Beispiel auf Chicago, das ziemlich falsch da ist. Jetzt ist das natürlich völlig falsch, diese Argumentation. Müsste jetzt einen Juristen fragen, oder? Also da sind die Mathematiker offensichtlich, haben da einen Hau in der Schüssel. Also, es gibt bei einer Straftat, wenn Sie als Strafvermittlungsbehörde, als Staatsanwaltschaft, Polizist und so weiter arbeiten, dann gilt in dubio pro duriore. Das heißt, Sie nehmen zuerst mal als Arbeitshypothese an, dass die Straftat begonnen worden ist oder dass der Beschuldigte tatsächlich schuldig ist. Was Sie dann machen müssen, ist, steht so in der Schweizer Strafprozessordnung, ja, steht dort drin, tatsächlich, nur liest das anscheinend niemand, dass sie dann ermitteln müssen und dann halt eben für und gegen Beweise sammeln müssen. Also in dem Falle bedeutet das so, wenn Sie eine Abstimmung haben, die nicht Benford-Zahlen liefert, dann ist das ein Hinweis, dann gilt in dubio pro duriore und dann ermitteln Sie, das heißt, Sie machen zum Beispiel eine Nachzählung oder testen sonst, schauen sonst nach, ob die Abstimmung manipuliert wurde. Also jetzt natürlich, in Amerika passiert ist das Folgende, die Trump-Anhänger, Anführungs- und Schlusszeichen, haben gesehen, dass die Verteilung nicht Benford ist und statt dass man dann Nachzählungen und Überprüfungen gemacht hat, oder, hat dann irgend so ein anderer Schwachkopf hat dann gesagt, doch, es gebe nicht Benford-Verteilungen, bla bla bla. Und jetzt kann natürlich jede Seite behaupten, ja, es gibt ja nicht Benford-Verteilung, deswegen ist diese beiden Wahl nicht getürkt. Die andere Seite kann sagen, ja, nein, da haben wir einen Hinweis. Also man ist genau gleich weit. Und so funktioniert das nicht. Und es ist sehr erstaunlich, dass das in Amerika, wo man ja wirklich diese Use-Fans hat, das da reingefallen ist. Okay, gut, so weit, so schlecht. Also gehen wir wieder zurück zur Mathematik und schauen uns mal diese Zahlen an. Also wie sieht das aus? Ich habe es jetzt da genau ausgerechnet mit dem Taschenrechner, oder? Und da ist wirklich, dass es sind 30% für die 1 und zum Beispiel 9,6% für die 4 und so weiter. Die Aufsummierung gibt tatsächlich 1, das heißt, das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, kann man gerade so übernehmen, oder? Sie wissen, die Aufsummierung muss 1,1 geben, das ist klar, jede Zahl muss kleiner als 1 sein, jede Wahrscheinlichkeit, und damit haben wir hier eine Wahrscheinlichkeitsverteilung vor uns. Das ist ja schon mal gut. Okay. Jetzt, was habe ich noch gemacht? Ich habe gedacht, ich werde mal ein paar dieser Benford-Verteilungen selber ausrechnen, und zu dem Zweck musste ich mir überlegen, wie ich das ausrechne.
Also ich habe eine Zahl, eine Integerzahl zum Beispiel, und muss jetzt die erste Ziffer bestimmen. Jetzt, was man findet in der Literatur, das wollte ich jetzt doch nicht machen, programmieren, das war mir jetzt doch zu blöde. Die teilen einfach diese Zahl durch 10 und schauen, wie groß ist sie. Ist sie größer 10, teilen wir nochmal durch 10 und so weiter. Ja, okay. Gut, nein, es geht schon ein bisschen cleverer, und das habe ich jetzt hier gemacht. Also Sie können die Länge einer Zahl ausrechnen. Das ist natürlich der dekadische Logarithmus, oder? Dann haben Sie die Zahl. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel 99 haben, dann haben Sie einen dekadischen Logarithmus von etwas unter 2. Und es sind aber 2 Ziffern, also Sie müssen den dekadischen Logarithmus nehmen, 1 addieren und dann truncaten, also die Kommastellen abschneiden. Das ist hier durch dieses Floor-Symbol ausgedrückt, also 10er Logarithmus der Zahl n plus 1 und dann weg mit den Nachkommastellen. So. Und jetzt kann ich eben durch diese 10 teilen, das muss ich machen, und ich habe natürlich einen weniger, oder? Weil wenn ich 99 durch 100 teile, dann habe ich 0,99, dann ist die erste Ziffer einen zu weit rechts, und dann ich möchte sie wirklich haben, dann truncate ich eben, indem ich die Zahl 10 durch 10 hoch L minus 1, also durch die Länge hoch minus 1 teile. Das habe ich programmiert, man hat dazu C++ genommen. Das ist natürlich typisch, dass ich C++ nehme. Sie können sich denken, warum. Ja, Benford 0 CPP, also der Benford-Counter von mir. Also 2 Files, einer der IO-Stream natürlich, ein Input-Output, und dann die MAF brauche ich da vor allem für den Truncating. Dann habe ich die Anzahl Zahlen. Es ist so, da müsste ich jetzt die Zahlen einlesen. Da war ich jetzt zu faul, da den File zu öffnen. Und das hilft uns jetzt ja auch nicht. Dann habe ich so 9 Zahlen eingegeben, oder? 123 und ein paar mal die 9, damit die 9 als erste Ziffer ist. Ich habe den Counter machen müssen mit den ersten 9, mit eigentlich 9 Ziffern. Aber da C++ von 0 wegzählt, habe ich den Nuller, die Nullerziffer auch gleich mitgezählt, und das ist dann halt einfach ein Nullfeld, das tut ja niemandem weh. Auch nicht so viel Speicherplatz weg, oder? Ich habe dann ein paar Arbeitsvariablen gebraucht, also die Länge und da, die ich dann truncate. Also ich habe den Titel rausgegeben und ich setze den Counter auf 0, das ist klar. Und jetzt die Anzahl Zahlen, das wird dann eben der Logarithmus der Zahl genommen, 1 addiert und getruncated. Und die erste Zahl wird dann mit diesem 10er Potenz gerechnet, wobei ich die C++-Funktion Power nehme, Pau. Und der Counter dieser Zahl wird um 1 erhöht. So, das Ganze wird ausgedruckt, das ist eigentlich recht einfach. Und schauen wir mal, ob es funktioniert, und der Output zeigt, es ist funktioniert. Also ich habe eben 6-mal die Ziffer 9 da gewählt. Einmal die Ziffer 1, die 4 und die 7. Also, genau, das 3 plus 6 macht im Gesamten 9. Das wäre der Counter. Ich hatte in dieser zitierten Arbeit, ist auf GitHub noch, wären die Daten für die amerikanische Wahlen. Vielleicht zähle ich die dann auch noch aus mit meinem Programm, um zu schauen, wie schnell das ist. Also, in dem Sinn sind wir jetzt trotzdem relativ schnell durch die Benford-Zahlen gekommen. Ich habe jetzt für dieses Video relativ viele Seiten, die ich einblenden muss. Man wird sehen, wann dieses Video fertig ist. Also, in dem Sinne, also Benford ist sicherlich eine interessante Sache für statistische Tests von Zahlen. Da könnte man ein bisschen damit arbeiten. Also, in dem Sinne, bis bald.